Na, Walter, guck mal. Schon wieder ein neues Paket. Hab ich gar nicht mitgerechnet. Und guckst du mich so an? Ja, ich weiß, ich sollte jetzt eigentlich ein Intro drehen, ne? Ich habe aber keine Idee. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, Walter? Ich habe keine Idee für ein Intro. Was sagst du dazu? Ich glaube, das geht auch ohne Intro, oder? Heute muss das mal ohne Intro gehen, ne, Walter? Wollen wir mal gucken, was das Ganze ist? Auf dem Stativ. Ups, boing! Sind wir los. Gehen wir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Mystery Unboxing. Ich habe jetzt genau zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung, wie dieses Video heißen wird. Denn ich weiß nicht, von wem das Paket hier ist. Ich meine, klar, ich weiß, weil ich stehe was drauf, ne? Derjenige beginnt mit K, okay? Ich verliere langsam ein bisschen Übersicht bei den Leuten, die mir hier schreiben. Ich möchte dir mal eine Adresse haben und dir irgendwann was schicken. Muss ich dann gleich mal online erstmal recherchieren. Ich komme jetzt wirklich gerade nach Hause. Meine Süße ist jetzt im Garten. Da gibt es was zu besprechen. Ne? So eine Begehung, eine kleine. Weil man muss ja in so einem scheiß Schrebergarten einhalten. Oder auch Strebergarten von mir aus. Ein Drittel Nutzpflanzen, ein Drittel Blumen, ne, so hübsch, ne, und ein Drittel Wiesenfläche. Und ob das da aus Bronze gegeben ist, das muss man mal gucken, ne. So, das Paket ist auf. Ich hoffe auf einen Zettel. Ich glaube, es gibt keinen. Doch, es gibt einen Zettel für Tommy. Ah, so, lieber. Oh, schwer das Ding, weiß nicht warum. So, für Tommy. Och, geil, hier, können wir mit so einem Dinofanten, wie heißen die Viecher nochmal? Lofodon, Dingsbums, Don, Kopfknallersaurier haben wir als Kinder gesagt. Der macht ja gar nicht kaputt machen. Kann ich den heil ab? Ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das kommt. Ich lese einfach mal vor, was hier steht. Als erstes gucke ich natürlich auf die Unterschrift, da weiß ich gleich, was hier abgeht. Oh, ausgedruckt, auch mit Küsschen, du. Alpha Lifestyle, what? Mach ich mal noch den Namen mal zuhalten, oder hier, mit Küsschens. Keine Ahnung. Okay, lieber Tommy, seit geraumer Zeit bist du fester Bestandteil unseres Lebens. Du bist für uns Bruder, Vater, Mentor, Kriegsveteran, Dating-Coach und allgemeiner Guru in jeglicher Lebenslage. Ah, jetzt dämmert, woher das kommt. Da schrieb mich ja jemand an, dass der immer mit seinen Kumpels, das sind alles so Metal-Fans oder was, sitzen die abends in der Runde, machen immer irgendwie Partyabend und dann läuft da hier mein Scheiß. Ich glaube, die sind das. Wir sind drei beste Freunde und wir lieben nichts mehr als dicht an dicht in Wärmedecken gehüllt, wie die Sardinen in der Büchse auf dem roten Kaschmir-Sofa zu liegen und dabei möglichst lange Slane McGrath-Videos zu konsumieren. Es ist manchmal erstaunlich zu erfahren, was man auf YouTube so auslöst, ne? Aber na gut, okay, es war schön, wenn ihr da Spaß dran habt, ist das doch geil. Du Scheiße!
Deine Stimme ist Balsam. Sie lindert die Langeweile bei schnöden Routineaufgaben und eliminiert den Stress noch nach einem harten Arbeitstag. Du bist wie Domian in Gestalt eines norddeutschen Metalheads. Ein bodenständiger und authentischer Kerl. Oh Gott. Der Brief killt mich jetzt schon, Alter. Der es nicht nötig hat, sich zu verstellen und sich als jemand anders zu inszenieren. Wie es leider so viele dort draußen in nahezu unendlichen Weiten des Internets tun. Ja, da hast du wohl leider recht, ja. Ach, vielen Dank für euch, das ist herrlich. Jetzt kommt gerade richtig gut. Ja, und da wir dem Unikat aus Eckernförde nun endlich auch mal eine Kleinigkeit zukommen lassen wollen, gibt es hier heute dieses kleine Paket. Kleine Paket, ja klar. Ne? Ja, das stand übrigens wieder mal einfach auf der Türschwelle. Ist das nicht zum Kotzen? Kannst du das nicht ausdenken, aber na gut. Wo war ich jetzt? Kleine Paket. Wegen eines Umzugs habe ich meines Namens Alpha Lifestyle meinen Keller aufgeräumt und noch eine große Kiste mit meinen alten Metal-CDs hervorgekramt, die ich dir nun zukommen lassen will. Ich hoffe, du kannst dich daran irgendwie erfreuen. What the fuck? Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Mein Kollege Kurando, hier steht das, es gibt da wahrscheinlich nicht nur ein Kurando auf der Welt, ne? Hat noch ein paar fernöstliche Tributgaben beigefügt, die er dir darbieten möchte, um deinen wohlgeformten Leib liebevoll zu nähren, wie ein Kolibri an einer Nektarblüte. Meine Zuschauer sind echt die härtesten, oder? Der Brief ist mega. In der Hoffnung, dass du genügend Energie für weitere Videos daraus schöpfen kannst. Und der dritte im Bunde, Kaldorf genannt, hat das Paket mit viel Liebe versiegelt, damit es sicher bei dir im hohen Norden ankommt. Ah, schon die Tränen in den Augen, ey. Beste Grüße, Alpha Lifestyle, Kurando und Kaldorf. Das werden wohl die Nix von den drei sein, vermute ich mal. Ja, jetzt bin ich ja massiv gespannt. Wie mache ich denn das jetzt? Ich ziehe mal den unteren Karton, wo ich das jetzt hier raufgestellt habe, oder raufgemettelt, mal ein bisschen näher ran. So. Und dann kann man das hier so entblättern. Oha. Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Das ist ja genau meine Musikrichtung. Nicht. Aber na gut. Gucken wir erstmal hier, ne? Adlerauge, sei wachsam. Das ist, kann ich sehr gut gebrauchen. Ja. Jetzt muss ich da kann ich ja noch drauf sehen. Da muss ich mich hier einsetzen. Ne? So, hier so. Ah, es funktioniert. Okay, Spaß beiseite. Ich habe noch nie so ein Ding gegessen. Keine Ahnung, wie die schmecken. Das habe ich mir immer nicht geleistet, die Teile. Ein Bonshare. Noch ein Bonshare. Ich glaube, das wird jetzt hier. Was ist das? Smarties. Kit Kats. Hier, solche kleinen Mini-Kit Kats. Und hier eine Tüte. Milky. Erdbeer. Was ist das? Ein kleines Let's Eat am Rande. Das ist irgendwas Asiatisches. Boah, riecht geil. Mein Gott, riecht das erdbeerig. Das sind auch Bonbons, ach so. Mal gucken, das sieht aus wie Kaubonbon. Ja, das ist härteres Kaubonbon. Das schmeckt wie Erdbeermilch. Kaubonbons, die schmecken eins zu eins, schmecken wie geile Erdbeermilch. Oh, ist das geil! Alter, ist das geil! Was zum Fick? Warum gibt es das nicht in Deutschland? Aber das schmeckt jetzt nicht nach Fruchtbonbon hier, Kaubonbon. Also die Konsistenz, ja, 1 zu 1 Marmor oder wie das heißt. Aber es hat richtig diese milchige Süße von süßer Erdbeermilch. Hier, Kaba oder wie Scheiße hat. Ach, das ist unglaublich. Ja, sowas haben wir noch nie gegessen. Alter! Mehr. Rausch. Nein, das ist alles gekehrt und noch eine komische andere. Asiatische Bonbons in grün. Grün ist eine gefährliche Farbe. Ich hoffe ja, hier ist kein gefährliches Wasabi-Zeug dabei. Ich warte lieber auf Kommentare oder eine Mail. Ja? Scharf, da bin ich böse.
Kann ich überhaupt nicht haben, scharf. Aber gut, zu scharf, sage ich jetzt mal. Ne? So, das war der Süßkram. Also alles KitKats hier so, ne? Verschiedene Variationen. Dann diese ultra geilen Milky-Dinger da. Kann man die irgendwo kaufen? In Deutschland? Muss ich mal echt mal gucken. Ein paar Smarties, ne? Ja. Und dann hier Adlerauge sehr wachsam. Achso, hier ist noch mehr. Ach du heilige Scheiße, noch mehr Smarties, ja. Kann ich ja fett fressen. Und hier noch was massenweise von diesen grünen Bonbons. Und was sind das hier für Dinge? Ach, das sind weitere Erdbeerdinger. Geil, sind noch extra mehr drin. Die muss ich gleich mal der Süßen geben, wenn sie wiederkommt, ein paar abgeben. Oder erstmal probieren lassen, ob sie das mag. Aber ich finde das geil, weil ich hab mir ewig keine Erdbeermilch, Instant Erdbeermilch mehr geleistet. Echt, ewig nicht. Jahrzehnte nicht. Ohne Scheiß. Gab's damals von Mama. So. Jetzt kommen die CDs, Leute. Dimmu Borgir, genau meine Musikrichtung, ne? Mit dem Album What? Puritanical Euphoric Misanthropia. Das ist ja so, wie sagt man? Wie sagt Flaming Flo immer? Ich meine Leichenkauer. Nicht Schlagermetal, oder? Hier, Weichspüler, oder war das Cradle of Filth? Naja, egal. Die poppige Black Metal Band. So, und es geht jetzt ähnlich weiter. Die haben wir als erstes Dissection mit Storm of the Lightsbane. Und ich meine, die hatte ich mal in meiner Phase, als ich da so einiges gesammelt habe. Oder zumindest hatte ich die im Auge wegen diesem Cover-Artwork. Ja? Ich habe halt damals geglaubt, nachdem ich mir Bathory, Blood on Ice geholt habe, die ich ja heute noch liebe, alles, wo so ein Cover drauf ist, ist bestimmt auch so. Und dann habe ich mir da einiges geholt. Und das kann sein, dass ich die hatte. Ich weiß es aber nicht mehr. Das ist aber, glaube ich, eher Death Metal in dem Fall. Death Black, ich weiß nicht genau. Dann... Ach, nochmal Dissection, eine ältere, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein älteres Ding. Hatte da nicht sogar der Krachmucker mal über Dissection irgendwas gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich mache hier immer ein bisschen random, ne? Immer so hier von dem Stapel eine, von dem Stapel eine, von dem Stapel eine. Was ist das? Candlemass! Das ist cool. Von Candlemass habe ich nämlich gar nichts. Also, ja, digital fürs Radio, ne? Aber in physischer Form nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich alle Alben digital habe. Kann ich gar nicht sagen, muss ich eigentlich mal nachgucken. Nightfall mit zwei CDs. Hier. Yeah. Das ist cool. Geil. Okay, weiter. Was ist das? Sieht sehr nach Black Metal aus. Dark Funeral. Okay. Kenne ich auch nicht weiter. Ist, glaube ich, tatsächlich eine Black Metal Band. Kann man ja mal reinhören. Vielleicht entdecke ich das ja auch noch für mich. Aber naja, ich weiß es nicht. Aha, das ist wohl das offizielle Cover Artwork von dieser Edition. Hier ist es irgendwie so eine Special Edition, offenbar. Ja, schaue ich mir an. Ich werde auf jeden Fall in alles zumindest reinhören. Ach, das ist auch nicht schlecht, ne? Hier, habe ich dann auch wieder eine weitere. Ich arbeite derzeit ein bisschen daran, meine Slayer-Sammlung ein bisschen zu erweitern, auch was ältere Sachen angeht. Die habe ich auch nicht bisher. God Hates Us All. Also ich habe die natürlich, wie gesagt, digital fürs Radio, ne? Aber ich bin ja der physische Sammler eher. Das? Ja, tschüss. Dann haben wir hier... Okay, eine Band namens ISIS sagt mir überhaupt nichts. Okay, ISIS ist ja ein böser Name, ne? Aber ja, gut, okay. Wie nennen wir unsere Band immer? Ja, wir müssen ganz viel doll böse sein. Dann nennen wir uns jetzt ISIS. Klingt ja schon wieder ein bisschen drüber. Aber na gut, gucken wir mal. Oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen, naja. Slayer mit South of Heaven, ja. Ich habe mittlerweile schon ein bisschen was in Bewegung gesetzt, dass ich die dann in meine Sammlung bekomme. Jetzt habe ich sie halt dann demnächst dann doppelt. Macht aber nichts. Dann nochmal Slayer und zwar mit... Ach du Heilige, wie kannst du das denn lesen? Ah ja, Diabolos in Musica. Ich glaube, die kenne ich nicht mal. Also jetzt vom Reinhören. Dann haben wir hier, was ist das? Was? Was soll denn das? FSOLISDN. Okay. Sagt mir gar nichts. Hey, das ist ja falsch, da muss ich das nicht doppeln. Ich versuche das ein bisschen zu trennen. Die Sachen, die ich gar nicht kenne, die Sachen, die eher so Death Black sind und die Sachen, die eher so, ja, eher meine Richtung sind. Das ist jetzt ein Volltreffer. Die habe ich nämlich nie in meine Sammlung gekauft, die Scheibe. Und das ist auch noch eine spezielle Edition, Alter. Judas Priest mit Demolition.
Ja, mir fehlen jetzt von Priest dann nur noch die Redeemer, die. Wie hießen die? Nostradamus? Und ein oder zwei von den ganz alten. Die ersten irgendwie, die Rock'n'Roller, glaube ich, fehlt mir noch. Und noch irgendwie, ich glaube, diese Wings of Dingsbums da, Dings, der Destiny. Aber die habe ich auch nie gehabt. Das ist ja diese Ripper Owen-Phase gewesen. Ich habe mir damals die Jugulator geholt und dachte ich, oh, die ist zwar geil, aber es ist irgendwie nicht mehr Priest. Dann habe ich mir die hier nie geholt. Jetzt habe ich die. Gut. Was haben wir hier? King Diamond. Und zwar mit Abigail. Ja, da kann ich mir das ja auch mal in die Sammlung stellen. Ich hab ja immer so ein Problem mit King Diamond. Ich hatte mal von... King Diamond oder Mercyful Fate? Sag mal, Walter. Das Album Time. Von wem ist das? Ah, sagt wieder nichts. Ja. Die hatte ich mal. Da waren zwei Songs der Titeltrack. Und Nightmares Thy Name. Die fand ich gut. Obwohl er auch dieser ganz hohe Gesang, ich komme da nicht drauf klar. Und wenn er nicht hoch singt, dann haut er die Töne. Komplett. Tut mir leid, aber alle finden, der Mann ist ein Gott. Naja, jetzt habe ich dann halt mal ein bisschen was, kann ich mich damit auseinandersetzen. Oh, da ist noch mehr. Und zwar The Beginning. Keine Ahnung, was ist das? Ein Album oder ein Best-of? Oder hört ein Album zu sein. 87, okay. Dann habe ich hier, was ist das? Nightingales. Ist das nicht irgendwie Melodeath oder sowas? Weiß ich gar nicht hier. Keine Ahnung. Muss ich nochmal online recherchieren. Ups. Dann haben wir hier Sepultura mit Nation. Thrash Metal, kann man nicht sagen. Metalcore mit Bongo-Trommeln, ne? Ab der Arise waren Sepultura für mich Geschichte. Die Chaos AD hatte ich auch, weil es damals diesen Hype gab. Und der Titeltrack ist geil und Territory ist geil. An den Rest erinnere ich mich schon nicht mehr. Ja. Und dann kam das nächste Album, wo dann hier Bingo Bongo und so, ne? Und da war dann nicht mehr meine Welt. Aber die hier kenne ich gar nicht. Ich kann ja mal. Vor allem. Moment. Ja, ne. Das wird nichts für mich sein. Kein Cavalera, kein Sepultura. So, dann. Sabotage, Hall of the Mountain King. Klassiker habe ich schon. Allerdings. Oh! Akustik-Bonus-Track. In der Fassung hier habe ich das Ding noch nicht. Die kenne ich gar nicht. Das ist ja geil. Dann kann er die alte Fassung dann raus. Ja, schön. Mensch, du. Dann haben wir hier, was sieht wieder nach Black aus. Weiß ich aber nicht. Vital Remains. War das nicht Doom? Bin jetzt gerade nicht sicher. Kann aber auch Black sein, so vom optischen her jedenfalls. Muss ich mal gleich recherchieren. Alter Falter, was für eine Batterie hier. Dann habe ich hier The Antichrist von Destruction. Das habe ich auch schon, das Album. Allerdings ohne Schuber. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob hier wieder irgendein Special-Titel drauf ist. Ich habe die halt nur so, ohne Schuber. Muss ich dann gleich mal gucken bei mir im Regal. Destruction geht immer. Das ist eine meiner Lieblings-Thrash-Metal-Bands. Wenn es denn um Thrash-Metal geht. Was ist das? Ach du Heilige. A-M-E-S. Keine Ahnung. Muss ich gucken. Habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung. Nie von gehört. Dann nochmal. AMES mit Demise. Wie was? Oh. Holding. Offenbar ein Demo oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich bekomme vielleicht noch von euch irgendwie Kommentare oder eine Mail. Oder Facebook. Keine Ahnung. Das hier sieht auch wieder nach Black aus. Ach, Celtic Frost. Oder Celtic Frost. Ich weiß ja immer nicht, ob man es mit Z oder mit K sagt. Von wann ist die denn? Tracks 10, 11 und 12 appear in the previously unreleased original mixes. All tracks remastered 1999. Morbid Tales von Celtic Frost. Wow. Ich habe von den zwei Alben das Beste natürlich, Cold Lake, ne? Und ich habe mir die echt mal gekauft aus Gag. Die lag auf dem Flohmarkt. Da habe ich gedacht, okay, komm, lass mich hören. Ich höre mir die irgendwann noch durch. Habe ich mir vorgenommen. Und ich habe die Vanity Nemesis. Weil da ist The Heart Beneath drauf. Den finde ich mega. Den finde ich echt gut. Oh, schön. Die habe ich noch nicht. Exodus. Eine meiner weiteren Lieblings-Thrash-Metal-Bands. Ja. Wenn da jetzt noch Tank Art drin ist. Oh, ist hier schon die nächste geile Scheibe. Ach du heilige fucking Scheiße. Die habe ich noch nicht. Ja, wie gesagt, digital, ne? Aber eben nicht in meinem Regal. Oh, hier sind auch noch Bonus-Tracks drauf. Das ist wieder interessant.
Geil. Exodus. Freu mich. Weiter. Was ist das? Was ist das denn? Wie soll ich das denn machen? Nein, ich bin nicht gewachsen. Die CD ist eingelaufen. Ich habe dafür nicht so ein Dingsbums. Es gibt ja so einen Adapter dafür für einen CD-Player, ne? Den habe ich nicht. Was ist denn das überhaupt? The Sound of London. The Sound of London. Mit 3 Liedern. Hä? What the fuck? Was ist das? Metal Hammer. I used to fuck people like you in prison. People like you, where the bad boys rock. Und das ist dann so ein Sampler wahrscheinlich, ne? Ja, mit verschiedenen. Aber diese Bands habe ich also nicht gehört. Was ist das denn? Hä? Hä? Da ist keine Band drauf, von der ich jemals irgendwie gehört hätte. Zebulon, Rock'n'Roll Outlaw, Shoot 'em Down. Also Rock'n'Roll Outlaw mit dem Titel Shoot 'em Down. The Frankenstein Drag Queens from Planet 13. What the fuck? The Generators. Ist das alles so Noise Rock Zeug? Hier so. Na, wie heißen denn die solche Bands? Die Shitheads oder die hier Motor Jesus und sowas? Sieht so ein bisschen danach aus, aber ich weiß es nicht. Das sagt mir gar nichts. So, dann. Fool's Paradise. Das ist auch noch nie gesehen. Ist das, weiß ich nicht. Sagt mir überhaupt nichts. Sieht nach Alternative-Kram aus. Also eigentlich eher nicht meine Richtung, aber gucken wir mal. Dann haben wir hier eine dicke, fette Box Hypocrisy. Habe ich auch nichts von, das ist ja Death Metal. Aber soweit ich weiß, machen die, glaube ich, Oldschool-Death Metal, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Sogar mit einer zweiten CD, wo ein paar Demos drauf sind. Und ein neuer Studiosong. Und Musikclips. Von 2001. Naja. Six Feet Under. Ich hasse diese Band, ja. Weil sie immer wieder irgendwelche alten Klassiker voll versauen. Kann ich nicht anders nennen, ja. Der Sänger von dieser Band, ja. Nein, einfach nein. Tut mir leid. Ich verstehe den Hype um diese Band nicht. Eine Tonart, ein Gegrunze, du kannst dir höchstens einen Song anhören, dass du, ich hab dann Kopfschmerzen. Und überhaupt dann, wenn es ein richtig geiler Klassiker ist, der rein instrumental gesehen gut umgesetzt wurde. Ja, aber dieses monotone Gefurze, kann ich nicht anders sagen, tut mir leid, kann ich nichts mit anfangen. Aber, ich kann da mal reinhören, warum nicht? Danke auf jeden Fall trotzdem, ne? Irgendwie, falls es mir nicht gefällt, ich werde jemanden dafür finden. Featuring prominent members of Emperor, Myrkskork und Limbonic Art. Zyklon. Zyklon, nur Zyklon? Ja, Zyklon. Sagt mir gar nichts. Sieht nach Industrial oder sowas aus, würde ich jetzt so rein spontan vermuten. Vom optischen her. So, dann. Die habe ich nicht. Jedenfalls nicht im Regal. Carnival Diablos von Annihilator. Das ist geil. Die höre ich gerne. Die mag ich, die Band. Das ist in Ordnung. Das ist schon eher meine Richtung. Dann hätten wir hier, was ist das? Ach nochmal, Celtic Frost oder wie auch immer. Diesmal mit Into the Pandemonium. Habe ich auch noch nicht. So. Dann haben wir nochmal Sepultura. Und zwar mit Against. Haben wir hier den richtigen am Start an? Das weiß ich auch nicht. Ist auch wieder der maximal pigmentierte. Der hat einfach so eine Standard-Metalcore-Stimme, finde ich. Ne? Aber naja, gut. Geschmackssache halt. Die habe ich noch nicht. Jedenfalls nicht im Regal. Da so drauf. Okay. Irgendwie ist da kein Hit drauf, oder? Oder liege ich da jetzt falsch? Tür vom Black Sabbath. What is? Bist du wieder rauf? Komm rauf. So, und last but not least. Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, Soundtrack von John Williams. Habe ich auch noch nicht. Ist auch geil. Gute Mucke. Ja. Das ist zwar nicht das Original Star Wars, das sind ja die Prequels, aber es ist besser. Es ist wesentlich besser als Disney. Punkt. So. Vielen lieben Dank, Jungs, für das Fresspaket und Muckepaket. Kann ich ja nicht anders sagen, ne? Hui. Ja, da bin ich mal gespannt, was mich da so teilweise erwartet. Oh, zur Seite damit. Und, ich werde in alles auch reinlauschen. Ich muss mir natürlich erstmal die Zeit nehmen, das alles irgendwie reinzulesen in meinen
Rechner und dann vielleicht schafft es sogar das eine oder andere Ding in ein Video, denn ich will ja ursprünglich, ich finde einfach nur keine Zeit dafür, mal wieder ein paar Alben durchhören, die älter sind und die nicht aktuell sind, aber die ich noch durchhören muss, weil ich die halt hier irgendwo rumliegen habe. Ne? Und dann mache ich das über Feedbacks. Ich spreche dann über 10 CDs, die ich in letzter Zeit gehört habe. Ja, das habe ich jetzt bisher mit einer geschafft. Die liegt da jetzt einsam und alleine und wartet, dass ich mehr drauf stapel. Also ich komme da irgendwie derzeit einfach nicht zu. Und da kann es ja gut sein, dass dann hiervon was dabei mal sein wird. Ne? Ich höre dann natürlich erstmal, wie gesagt, rein. Wenn ich dann sage, ouch, dann lasse ich es natürlich. Dann tut mir leid, aber ich setze mich nicht mit Musik auseinander, die einfach nicht mein. Die mich eher nervt oder mir eher wehtut. Oder wo ich dann sage, boah, wie ist sie bald zu Ende, die Scheibe? Das macht ja keinen Sinn. Ne? Aber dann wird sich jemand finden, mit dem ich da eine, dem ich damit so, so rum eine Freude machen kann. Und das hier verstehe ich überhaupt nicht. Was ist das? Also erstmal, ne? The Sound of London, ist das klingt irgendwie nach Pop und dann mit den Songs Take Off, City Tour und Tube. Und dann ist es nur so eine Mini-Disc. Keine Ahnung. Ja, Frosching kommt gleich. Ja, geh gucken. Komm, geh gucken. Nicht? Ja, hat sich hingelegt, okay. Stellt sich normalerweise immer hier rauf mit den Vorderpfoten und guckt dann da aus dem Fenster. Ja, okay, gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Nochmal an euch drei. Danke für das Paket. Ne? Sehr geil. Ja, und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Farewell.